herzlich zur Verleihung des Oldenburger Integrationspreises. In diesem Jahr wird der Preis zum 5. Mal verliehen. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Ich finde es eine tolle Veranstaltung und man merkt ja jetzt auch nach der Preisverleihung, gehen jetzt nicht alle irgendwie nach Hause, sondern man unterhält sich noch miteinander. Das zeigt, dass diejenigen, die sich um Integration kümmern in Oldenburg, ob das jetzt Sportvereine sind, Institutionen, Migrantenvereine, die Diakonie, das jesidische Forum, dass die sich alle auch gut kennen untereinander und inzwischen gut vernetzt sind, wie man das sagt. Und ich finde, das ist eigentlich mindestens genauso wichtig wie die Preisverleihung. Es gibt, glaube ich, keinen gesamtgesellschaftlichen Prozess in Oldenburg, der schon so breit aufgestellt ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle gemeinsam, worüber wir alle gemeinsam sehr froh sein. Ich freue mich so, dass es so viele unterschiedliche Bewerbungen gab. Es gab 24 Bewerbungen aus ganz verschiedenen Bereichen. Und auch heute das große Interesse, das hat mich fast sprachlos gemacht. Ist echt schön. Ich bin sehr zufrieden und fragen Sie die Schülerinnen. Ich glaube, sie sind auch sehr, sehr zufrieden. Und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen deshalb, weil einmal die Liebe zur Kunst sich dadurch entwickelt hat, aber auch der Zusammenhalt in der Klasse dadurch super toll geworden ist und die Schülerinnen und Schüler ein ganz tolles Selbstbewusstsein bekommen haben. Ein Teil davon wollen wir spenden. Tja, ein Teil davon wollen wir die Schüler aus unserer Schule einladen und etwas damit machen. Wir haben angefangen damit, wir haben uns überlegt, was das für Integration ist. Also im Einfall sind vier Leute, haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach mal vier verschiedene Steinformen, weil man sieht ja auch, wir haben helle und dunkle, so wie es halt im Klassen auch sein soll. Es gibt ja verschiedene Hautfarben. Also wir haben eigentlich angefangen zunächst mal im Mai 2012 auf der grünen Wiese neben der Unterkunft in der Gaußstraße zu kicken. Vor allen Dingen unter großer Unterstützung des FC Media. Möchte ich Emin Tola noch großen Dank sagen, der sich da sehr eingesetzt hat. Wir haben Haiwabaku, wir fangen mal von ganz oben an bis nach ganz unten. Haiwabaku ist Dritter bei der internationalen deutschen Meisterschaften, zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaften und wir haben mehrfache Niedersachsenmeister, Jason Quanzer, also ganz viele Jungs, wenn ich jetzt alles aufzähle, sind bestimmt über 8, 9 Jungs, WCMs-Meister. Sind wir also seit fast 10 Jahren die Nummer 1 im WCMs-Bereich und in Niedersachsen sind wir auch ganz gut dabei. Ja, so, die Stadt Oldenburg verleiht den Verein für Boxsport in Oldenburg e.V. für das Projekt Boxen und Bildung den ersten Preis des Integrationspreises 2015. Herzlichen Glückwunsch.